Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute testen wir Magnum Double Salted Karamell im Becher in meiner Mittagspause. Ihr könnt es sehen, hier ist leckere Schokolade und darunter ist nochmal Karamell. Wie lecker mag das wohl werden? Es gibt im Jahre 2019 jetzt drei neue Magnum im Bechersorten. Die zweite kennt ihr schon als Eis am Stiel. Magnum White Chocolate Cookies gibt es auch als Magnum am Stiel, hier auch schon vorgestellt und auch im Becher. Und dann gibt es noch die Sorte, da werdet ihr wahrscheinlich denken, die kenne ich doch schon. Magnum Double Dark Chocolate und Raspberry, also Magnum dunkle Schokolade und Himbeere. Ja, die erinnert an die Magnum Himbeere vom letzten Jahr, aber jetzt haben wir hier noch Himbeersoße drin. Wie lecker ist das denn? Und deswegen direkt mal die Frage, welche von diesen beiden Sorten soll ich als nächstes testen? Wollt ihr die White Chocolate Cookies von Magnum im Becher sehen? Oder sagt ihr lieber, nein, zeig uns doch mal die neue Himbeersorte mit der Himbeersoße. Mal gucken, wie die schmeckt. Heute gibt es, wie gesagt, die ganz, ganz neue Sorte Magnum Double Salted Karamell im Becher. Auch mit Karamellsoße und gesalzenem Karamell. Oh mein Gott, ich freue mich da schon riesig drauf. Und das Tolle ist, bei diesen Magnum Bechersorten kann ich eigentlich richtig viel und lange labern. Wisst ihr warum? Man muss ja 10 Minuten warten, um es dann knacken zu lassen. Das finde ich immer ganz, ganz cool. Aber keine Sorge, ich quatsche jetzt hier keine 5 Minuten rum. Ihr seht, ich habe hier einen neuen Hintergrund mir eingerichtet. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie der euch gefällt. Das Pink ist jetzt leider der Renovierungsmaßnahmen oder der Umstellungsmaßnahmen zum Opfer gefallen. Aber ich finde das so auch ganz, ganz, ganz schön. Öfter mal was Neues hier beim Guru und deswegen auch guter Übergang zum Magnum Salted Caramel im Becher. Wie sieht es aus? So sieht es aus. Und ich glaube, es knackt doch, oh, fängt schon an zu knacken. Wir haben halt eine gute Gefriertruhe auch hier. Ich lasse es mal knacken, aber natürlich in Großaufnahmen, ihr Lieben. Ach, ich finde diese Details so geil. Schaut mal, hier ist sogar ein M drauf. Könnt ihr das sehen? Ja, das könnt ihr sehen. Finde ich so cool. Sehen wir das M noch ein bisschen besser und wir können es, glaube ich, auch jetzt gleich mal richtig knacken lassen. Ich wechsle einmal gerade die Position mit der Hand und ja, hier unten eigentlich so schöne Buttons dran. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Ich glaube, ich muss hier, heißt ja auch meant to be broken, ich muss den Magnum jetzt mal wie auf einer Eisfläche oben mal so ein bisschen einstechen und könnt ihr jetzt auch langsam sehen, was dann passiert. Boah. Also das ist doch mal die schönste, leckerste Eisschmelze überhaupt, oder? Hier könnt ihr ganz klar das Salted Karamell sehen. Das ist ganz, ganz viel Soße, die zieht sich durch den gesamten Becher, soll sich durchziehen. Und ja, es wird Zeit für den ersten Löffel, ihr Lieben, oder? Ja, den gönnen wir uns jetzt natürlich vor der Kamera. Der Löffel steckt noch drin, aber noch nicht im Mund vom Guru. Und das ist das Wichtigste, dass mal hier probiert wird. Wie mag es wohl schmecken? Das Geilste an diesem Becher sind doch auch diese XXL Schokoladenstücke und da drunter nochmal eine richtig geile Karamellsoße. Ich habe Angst, dass ich alles mit dem Eis hier einsaue. Und jetzt die wichtigste Frage, wie salzig schmeckt das Karamell. Das Karamell ist sehr aromatisch, sehr intensiv. Viele sagen, es könnte immer noch salziger sein, aber irgendwann hat man das komplett total versalzen, weil Salz und Süße, das hebt sich so ein bisschen auf und das Salz unterstreicht den Karamellgeschmack und ja, ich habe eine leichte Salznote auf jeden Fall gespürt. Ich finde es wirklich, es ist schon sehr, sehr Foodporn-lastig, sehr, sehr
geil. Es ist genügend Karamell drin, es ist genügend Schokolade drin und es schmeckt mächtig. Lecker! Ich habe noch zwei Becher vor mir. Deswegen, ich bin noch so zögerlich mit der Bewertung. Aber Double Salted Caramel. Double heißt, dass unterhalb der Schokolade noch diese Karamellsoße ist. Also Magnum Double im Becher. Und schaut euch mal die Soße an. Und es ist noch... Bis unten hin ist Soße drin. Salted Caramel, Magnum Schokolade. Ich finde es echt mega, mega lecker und sehr, sehr gut gelungen. Wenn ihr das auch schon probiert habt, das gibt es aktuell im Supermarkt zu kaufen, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, dann schreibt mal, wie ihr die Idee zur Sorte findet und welche Magnum-Sorten ihr euch noch vorstellen könntet. Ich gebe der Magnum Double Salted Caramel im Becher. Ich finde die richtig, oh ja, genial lecker. Also ich finde sie richtig, richtig gut. Ja, jetzt kommt noch so langsam der Salzgeschmack durch, den ich eben nicht so rausgeschmeckt habe. Das ist halt wieder eine geile Überraschung. Ja, manchmal ein bisschen karamelliger, ein bisschen mehr nach Salted. Ich finde es mega geil. Auf der Skala von 1 bis 10, 9 Punkte für Magnum Double Salted Karamell im Becher, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!